Bereits das achte Jahr in Folge haben sich Flugfans aus aller Welt im griechischen Tanagra zur Athener Flugschau getroffen. Das Spektakel lockt jedes Jahr mehrere 10.000 Besucher an, die die zahlreichen Tricks und Manöver bestaunen. Zum Beispiel diesen Auftritt eines F-16-Kampfflugzeugs der belgischen Luftwaffe. Es ist eine tolle Erfahrung. Ich war auch im vergangenen Jahr hier. Es ist der Abschluss unserer Saison mit tollem Wetter. Die Stimmung hier in Tanagra in Griechenland ist immer etwas ganz Besonderes. Es ist so, im Militärdienst trainiert man Militärmanöver. Hier aber zeigen wir als belgische Luftwaffe unser ganzes handwerkliches Können mit unseren akrobatischen Manövern dicht am Publikum und nah am Boden. Das ist der Unterschied. Außerhalb einer solchen Show könnte ich als Kampfpilot das nicht so dicht am Boden und so nah an den Zuschauern machen. Das verlangt ein besonderes Training. Und auch das gehört zur Athener Flugschau. Militärhubschrauber, die ihre geradezu unglaubliche Wendefähigkeit unter Beweis stellen. Das Publikum war wieder sehr begeistert. Sie mögen, was wir tun, und wir freuen uns darüber. Wir sind für Sie da, bei Luftshows und im richtigen Einsatz. Flugakrobatik für Feinschmecker gab es zum Beispiel von Gleitflug-Doppelweltmeister Johan Gustafsson aus Schweden. Die Flugschau in Athen ist jedes Jahr ein Treffpunkt für die Top-Piloten und Flugzeugliebhaber aus aller Welt. Sie sahen auch in diesem Jahr atemberaubende Flugakrobatik und gefährliche Manöver.